Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und in diesem Video möchte ich mit dir ein kleines Dreieck für dein Bullet Journal basteln. Ja, und dafür brauchst du erst einmal natürlich dein Bullet Journal, egal welches natürlich, wie immer. Dann eine Bastelschere, ein paar Washi-Tape nach Wahl und ein Geodreieck, ein paar Bleistifte und ein Stück stärkeres Papier. Ja, und dann können wir auch schon langsam loslegen. So dein Stück Karton, also ich habe hier so ein Restestück genommen, einfach etwas dickeres Papier. Du kannst natürlich auch Fotokarton nehmen, was immer du da hast. Und dann messe ich jetzt hier meine Ecken aus. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie weit meine Ecke, dieser kleine Aufsatz, hier reingehen soll. Und ich mache das nicht breiter als mein Washi-Tape breit. Ich habe hier so ein breites Washi-Tape. Das ist so ungefähr 3-4 cm. Notfalls kann ich natürlich zwei nebeneinander kleben, klar. Aber ich fand das eigentlich ganz schön, dass ich das eben nicht brauche, ne? Weil ja, dann sieht das eben ordentlicher aus dem Grund einfach nur. Ja, und dann schneide ich an jeder Ecke des Papiers diese Zentimeter eben ab und schneide mir die Dreiecke dadurch. Ja, das Ganze soll natürlich ordentlich sein, daher messe ich das einmal auf jeder Seite ab und mache mir kleine Striche, einfach nur damit das ja schön gerade wird hier, ne? Weil sonst sehen die hinterher sehr seltsam aus. Ich schneide die beiden Ecken ab und dann klebe ich die einmal mit einem Stück Washi-Tape fest aufeinander. Ich habe einfach dafür dieses Goldene genommen. Es ist, oder ja, so Grüngold, ne? Das ist ähnlich dem, was ich hinterher drauf, also vom Stil her ähnlich, aber ja, ich habe nicht dasselbe, das ist schon mal schön und deswegen gibt es hinterher, passt das dann alles schön zusammen. Ja, sobald jetzt die beiden Dreiecke zusammengeklebt sind, und das ist jetzt der Fall, nehme ich einfach das große, breite Washi-Tape und klebe ein Stück davon drauf. Ja, sobald die Ecken jetzt sauber sind, ne, ich schneide das natürlich nochmal schön glatt ab und klebe das fest drauf, kann ich die Ecke auch auf mein Bullet Journal, auf meine Bullet Journal Ecken setzen, auf die einzelnen Blätter, ne? Dafür ist ja gedacht. Oder es passen sogar mehrere Blätter rein, das ist das Schöne daran, weil dann kann ich es wirklich als Marker nehmen sozusagen und ich kann mir für mein Bullet Journal natürlich auch mehrere davon machen, ne? Also kann ich immer so ein Set, eine Kollektion an Blätter zusammenpacken und da reinschieben, zum Beispiel für einen Monat oder so, dann bin ich ganz schnell in dem Monat.
Ja, hier siehst du nochmal, wie das Ganze von oben aussieht und du siehst, es wäre gar nicht schlimm, wenn da noch mehrere davon wären. Ja, und das war's auch schon mit unserem kleinen Video von heute. Es ist wieder eine nette Bastelei, hoffe ich, für dich dabei. Und du machst das nach und hinterlässt uns einen Kommentar. Vielleicht abonnierst du auch den Kanal, gibst uns einen Daumen nach oben und klickst auf die kleine Glocke, damit du immer direkt benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, und dann freue ich mich auf dich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!